Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist meine Mama hier mit mir. Hi! Und ja, auf jeden Fall machen ich und meine Mama heute Slush Eis. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Supi gespannt. Okay, ja. Ja, das Wetter ist heute sehr schön. Warm. Sehr warm. Genau. Und ja, wir machen es zum ersten Mal, weil ich wusste früher noch nie, oder meine Mama wusste auch noch nie, wie das wirklich geht, und habe ich das immer auf TikTok so gesehen, also das Rezept. Und es ist sehr leicht, also nur mit 2 Zutaten, Leute. Also sehr gut. Und die Zutaten, man muss nur eine davon kaufen. Und ja, bevor wir mit diesem Video starten, bitte like this Video, abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos und aktiviert die Glocke, ding ding, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann starten wir mit diesem Video. Also Leute, die Zutaten sind einmal... Entschuldigung. Sorry. Ja. Also ja Leute, auf jeden Fall machen wir heute Himbeer-Slush-Eis. Und dafür brauchen wir dann Himbeersirup. Aber ihr könnt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Blaubeersirup gibt, aber also ich habe den Himbeersirup von Rewe. Und wenn ihr zum Beispiel Blaubeer-Slush-Eis wollt, dann könnt ihr Blaubeersirup nehmen, falls sowas existiert, weil ich habe es nicht gesehen in Rewe. Aber vielleicht existiert das ja. Und ja, also ich hätte das eigentlich auch mit Blaubeer gemacht, weil ich liebe Blaubeer-Slush-Eis, aber Himbeer ist auch gut. Ja. Und ja, Leute, ihr könnt natürlich auch Waldmeister-Slush-Eis machen. Gibt es Cola-Sirup? Ich weiß es nicht, aber könnt ihr mal auch versuchen. Und einmal Kirschensirup, dann wird es Kirsch-Slush-Eis. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Und ja, also das sind die Arten, die es bei Rewe gibt, die ich gesehen habe. Aber vielleicht gibt es noch andere. Und ja, mal gucken. Okay, also auf jeden Fall braucht ihr den Sirup. Wir haben jetzt Himbeersirup. Und einmal Eiswürfel. Und ja, wie gesagt, nur 2 Zutaten. Die eine muss man natürlich kaufen. Und die andere einfach aus Wasser. Sehr leicht. Okay, und natürlich brauchen wir einen Mixer. Aber es ist nicht wirklich eine Zutat, also ihr braucht einfach nur einen Mixer. So. Also Leute, zuerst machen wir die Eiswürfel rein. Ich weiß nicht ganz genau. Oh mein Gott. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele. Aber wir machen einfach nach Gefühl. Ja, ich möchte ein bisschen mehr Slush-Eis. Meine Mama trinkt ja auch mit mir Slush-Eis. Sollen wir alle reinmachen? Nee, das ist viel. Ja, das reicht. Nee, sonst wird's wenig. Weil nee, das reicht. Nein, du isst ja auch noch mit. So Leute, und jetzt machen wir Himbeersirup rein. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie viel. Aber wir machen einfach mal. Das reicht. Oh, das riecht so gut, Leute. So, Leute. Und jetzt tun wir das einfach auf den Mixer. Oh mein Gott. Moment. Helfe. Nein, alles gut. So, Leute. Jetzt machen wir das rein. Oh mein Gott. So, und den Deckel natürlich rauf. Sonst spritzt das. Das wollen wir alle nicht. Okay, und jetzt los. Es wird sehr laut, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Okay, mal gucken. Ja, wir brauchen mehr Eis. Aber es riecht schon mal sehr lecker. Hoffentlich wird das was, Leute.
Wir mixen nicht so viel, damit es auch wirklich Slush-Eis wird. Mehr diese? Nee, alles gut. Oder? Nee, reicht. Boah, lecker. Okay. Ist da noch ein Eiswürfel drin? Okay. Wir sind, glaube ich, auch schon fertig. So, erstmal Kabel rausmachen. So. Jetzt haben wir hier zwei Becher. Das ist meiner und das ist der von meiner Mama. Das ist eigentlich einfach von Starbucks, weil ja, wir hatten keine anderen Plastikbecher. Oh mein Gott, das ist einfach schon alles, okay. So Leute, also ich habe jetzt mehr Eis gebracht, weil, also das ist jetzt Crushed Eis, aber ich glaube, das ist egal, weil das andere Eis war viel zu wenig. Ja, ich mache auf jeden Fall auch mehr für mich und für meine Mama natürlich. Oh mein Gott, ist richtig kalt. Ja, was soll's hier? Nee, alles gut. So Leute, oh mein Gott, das ist echt kalt. So Leute, es war jetzt wirklich kalt. Natürlich nicht den Himbeersirup vergessen. Natürlich wieder Deckel drauf. Ich glaube, meiner ist schon geschmolzen, aber egal. Okay, es wird jetzt sehr laut wieder. Oh, ich habe es vergessen, an Strom zu schließen. Sehr schlau von mir. Okay, es wird jetzt sehr laut. Das reicht wieder. Oh, es riecht so gut, ne? Ich würde es gerne jetzt schon essen. Oh mein Gott, meiner ist schon geschmolzen. Hallo? Hallo? Komm raus. Okay. Nimm meine Luffe. Yep. Oh, so. Ja, das ist Slush-Eis. Also Leute, ich mach erstmal. Okay, das. Also ich mach meinen erstmal voll und dann mache ich den von meiner Mama. So Leute, meiner ist jetzt voll. Der ist schon geschmolzen. Mach ein bisschen jetzt schneller. So Leute, ich werde meinen noch nicht probieren. Jetzt mache ich den für meine Mama. Oder so. So Leute, jetzt machen wir hier wieder mehr Sirup rein. Diesmal ein bisschen mehr, weil wir sehr viel Eis reingetan haben. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr gemacht, weil es ist mehr Eis drin. Und ja, natürlich wieder den Deckel rauf. Und los geht's. Ist wieder laut. Haben wir zu viel reingemacht?
So Leute, meine Mama macht jetzt ihres. Fertig. Ja. So, verblenden das jetzt wieder. Mama, vergiss nicht den Deckel. Ja, ich weiß. So Leute, wir haben jetzt unser, oh mein Gott, kalt, unser Slush-Eis hier und wir haben schon Strohhalm reingetan. Ihr könnt natürlich auch einen Löffel reintun oder wenn ihr irgendwie so einen Strohhalm mit Löffel drin habt, ist auch in Ordnung. Also ja, wir haben jetzt einfach einen Strohhalm und ja, meiner ist schon ein bisschen geschmort, aber egal. Ja, wir probieren es. Warte, ich habe einen Haarmund. Okay, 3, 2, 1. Kaut. Schmeckt sehr lecker. Sehr lecker. Aber süß, ne? Ja, sehr süß. Ich krieg nichts mit dem Strohhalm. Sehr süß, Leute. Ja. Das ist sehr gut für Sommer, ne? Aber sehr gut. Und es hat wirklich, es schmeckt halt wirklich wie Slush-Eis und es hat dieselbe Konsistenz. Mein Gott, meine Nase, Höhenfrost, Leute. Was? War zu viel? Ich weiß nicht, ob ich es in der Kamera eingezoomt habe, aber... Oh mein Gott! Sehr lecker! Oh, das ist wirklich lecker! Oh mein Gott! Meine Zähne! Prost, Leute! Ja, Prost! Ich esse das lieber mit. Ja, schon ist es Wochenende. So. Oh, das ist so lecker. Slush-Eis ist auf meiner Sommerliste abgehakt. Ich werde es definitiv nochmal machen. Und vielleicht mache ich das auch noch mit Waldmeister. Weil ich liebe Waldmeister, Leute. Ja. Okay, Leute. Okay, Leute. Ja. Das war's auch schon mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gibt es diesem Video. Oh mein Gott, Deutsch. Wenn ja, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos. Und aktiviert die Glocke. Ding, ding. Damit ihr keiner meiner neuen Videos verpasst. Und ja, Leute. Dann sage ich mal Tschüss und ich hab euch lieb. Prost.